Peter Masks! Ich bin durstig. Wieder durstig. Ich will Milch. Hier bitte für euch. Und jetzt seid brav, okay? Ich muss rausfinden, wie ich Romeo aufhalten kann. Und das allein. Entschuldigung. Hey! Nicht die Wände bemalen. Ja! Und du, komm sofort herunter. Hast du verstanden? Super Eidechsengriff. Das reicht jetzt. Wir nehmen eine Auszeit. Ist schon gut. Nicht weinen. Wollt ihr weiter Findet-Gecko spielen? Ja! Wenn mein Babystrahler repariert ist, kriegt die Eidechse ihn zu spüren. Oh. Nein, Kitzelkätzchen. Runter, runter. Alarm im Hauptquartier. Oh, oh. Romeo ist auf dem Weg. Wenn mich der Strahl auch trifft, wird er mit seiner Babyarmee die Welt beherrschen. Es sei denn... Wer von euch will Superheld spielen? Oh ja! Ich will! Na dann los! Vertrau mir, du schaffst das. Schwing die Flügel, ungefähr so. Wow! Guck mal, ich fliege! War schon ganz gut. Versuch's noch mal. Jetzt flattere richtig stark und mach den Super-Eulen-Flügel-Wind. Supi-Eili-Flügel-Wind! Wuhu! Yay! Sie werden ja so schnell erwachsen. Oh! Vorsicht! Oh! Vorsicht! Oh! Ihr wisst doch, Catboy. Mond. Kommt schon, Leute. Wacht auf. Bitte. Wir sind die PJ Masks schon vergessen? Mond. Wisst ihr noch, als Romeo mich geschrumpft hat? Oder als wir Weihnachten gerettet haben? Mond. Macht schon auf. Wir sind es. PJ Masks, Pyjama-Helden. Kommt schon, ich weiß, ihr seid da drin. PJ Masks, Pyjama-Helden. PJ Masks, Pyjama-Helden. Verbrechen zu bekämpfen. Geht am besten. Ah, na, wenn alle im Bett sind. Ja, ihr seid zurück. Puh. Entschuldigt, dass ich mich vom Spiel mit den blöden Bällen hab hinreißen lassen. Ich konnte einfach nicht anders. Das wird nie wieder vorkommen. Okay, also wie lautet der Plan? Wir sammeln die Bälle ein. Ich spiele auch nicht mit ihnen. Versprochen. Los, kommt. Wartet, lasst diesen Ball übrig. Ich will nur etwas ausprobieren. Ha! Die vom Mond rauschen Pyjama-Helden. Los, kommt her zu mir. Mir ist aufgefallen, dass Luna Girl die Bälle selbst nicht anfasst. Sie kommen von ihrem Mondmagneten. Wünscht mir Glück. Was hast du, Luna Girl? Super Gecko! Es klappt nicht! Also, wo war ich? Ach ja, geh ins Hauptquartier, zerstör es. La 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 la! Oh, fast hätte ich's vergessen. Wir haben ihn verloren. Oh Mann, du wärst der beste PJ-Robo aller Zeiten gewesen. Wir hätten die Welt retten können.
kämpft dagegen an, kontrolliert zu werden. Er will in unser Team, obwohl er von Romeo kontrolliert wird. Hallo, PJ Robo. Komm schon, PJ Robo. Bitte, komm zu uns. Höchste Zeit ein. Tut nicht, was ich will. Hinter ihm her! Ja, Meister. Gut gemacht, PJ Robo. Bis dann, Romeo. Ja! Angriff, ihr Metallköpfe! Nein, ich möchte auch nicht kontrolliert werden. Sei nett zu mir. Hier, Leute. Ich war so mit Streiten beschäftigt, dass ich in die Falle getappt bin. Ich hätte dich nicht so provozieren sollen. Ich habe mich selbst angestachelt, aber das ist vorbei. Los, kommt! Wir machen das zusammen! Schön langsam in Richtung Hauptquartier, um es dann zu zertrümmern. Das ist doch kein Keks. Das dürfen wir nicht zulassen. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Bereit? Eulenstrahlen. Oh, Archie. Eulenflügel weg. Oh, ups. Oh, nein. Klasse Manöver. Ich schätze, du bist doch eine ganz gute Pilotin. Danke. Okay, jetzt du. Hey, hört auf damit! Kitzelattacke! Da haut ab! Los, zieh! In meine Richtung! Nein, in meine Richtung! Bei meinen Katzenschnurrhaaren, die streiten sich echt gern. Fellbälle! Er strahlt wieder in altem Glanz. Ich finde, wir haben heute Nacht alle geglänzt. Findet ihr nicht? Ding! Und schon fertig. Was ist? Wollt ihr mal kosten? Wie geht's? Der Klatscher ist nicht mehr klebrig. Er ist schwer. Ich kann mich nicht bewegen. Sogar ich kann mich nicht befreien. Nichts ist fester als ein schwerer Klatscher. Und wenn ich euer kostbares Hauptquartier damit gefüllt habe, kommt ihr PJ-Statuen mir nie wieder in die Quere. Damit kommst du nicht durch. Oh nein, ihr kommt damit nicht durch. Bewacht sie, Ninjalinos. Es ist meine Schuld. Ich habe mich spielen, dass ich nicht erkannt habe, was Nachtninja vorhat. Ja, und ich hätte nicht gedacht, dass wir mal wie Bowlingkugeln aussehen. Wir müssen hier raus. Aber wie? Das sind schwere Klatscher und fester als je zuvor. Dann werden wir die schweren Klatscher benutzen, um uns zu befreien. Hey, Ninjalinos! Da ist wohl einer von uns eurer Bewachung entkommen. Jetzt den Wirbel-Catboy! Ich kann mich nicht bewegen.
Blume und das Ei dahin, wo sie hingehören. Die Affenfigur nehmen wir mit ins Hauptquartier. Wir wollen doch nicht, dass Nachtninja sein Rezept nochmal nachkocht. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Eulette, nimmst du mich mit? Na, Logo! Setz mich genau auf der Abrisskugel ab. Vorsicht! Oh. Okay! Okay! Wow, tolle Idee! Während du die hier aufhältst, helfe ich so lange Gecko. Er hält die Kugel auf, Meister? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! So, Riesenflipperkugel, jetzt bekommst du es mit mir zu tun. Los, kämpfen wir! Super Gecko-Muskeln! Wohl eher Super Eidechsengriff! Wow! Gecko! Alles okay, Gecko? Aha. Mir ist nur ein wenig schwindelig. Vielleicht lagen wir falsch damit, dass wir gegen alles gewappnet sind. Puh, die erste Kugel hätten wir. Catboy, pass auf! Netter Versuch, PJ Masks, aber seht euch das an! Bald aufs Hauptquartier zu. Oh, sagtet ihr nicht, ihr werdet gegen alles gewappnet? Eine Kugel war eine Herausforderung. Uhu. Der Mondmagnet ist echt ziemlich cool. Komm schon. Ah! Hey, stopp! Huh? Roboter hat gewonnen! Wie komme ich hier raus? Endlich! Uhu! Du versuchst zu fliehen, ha? Huh? Mal sehen, auf wessen Seite deine Freunde stehen. PJ Masks, PJ Masks, ich habe Romeo gefunden, da! Catboy, Gecko, ich bin's! Das ist Romeo, er ist verkleidet! Nein, er ist es! Romeo ist ein böses Genie. Natürlich würde er sich verkleiden, und zwar in mich. Wenn du Eulette bist, wieso warst du dann im Labor? Ja, bei meinen Katzenschnurrhaaren wirklich eine überzeugende Verkleidung. Jungs, bitte, ich bin's. Passt auf! Wow. Halt! Nein! Sie hat uns gerettet. Sie ist die echte Eulette. Romeo würde das niemals tun. Mein Plan hat funktioniert. Hiermit schieße ich euch auf den Mond. Was? Ihr kommt nie wieder zurück. Keine Schurken und auch keine Helden mehr. Und ich kann endlich die Welt beherrschen. Nein! Nicht zu fassen, dass wir auf seine Verkleidung reingefallen sind. Ja, das war wirklich ziemlich gemein. Es ist noch nicht zu spät für Helden. Du hast recht. Was würde Funkelblitz jetzt tun? Was würde Eulette tun? Ich hab's. Ich brauche königliche Untertanen, die mich vergöttern. Wieso schwingst du nicht einfach deinen Stab und zauberst welche her? Weil es nicht so läuft, mein kleines Fellknäuel. Stellt euch vor, alle, die ihr kennt und liebt, wären gezwungen, meine treuen Untertanen auf dem Mond zu sein. Für immer! Das wagst du nicht! Ach nein! Und wer will mich aufhalten? Wir natürlich! Wirklich? Dann viel Glück! Psst.
hier raus. Super, Gecko Thanos. Sei vorsichtig, Gecko. Hey! Wer ist da? Verschwinde, Gecko. Oh, oh. Na, wen haben wir denn hier? Bald schon habe ich eine Sammlung an PJ-Masks, die ich in meiner schicken neuen Festung ausstellen kann. Ich hoffe, dir gefällt dein neues Zuhause, Gecko. Warte, was meinst du damit? Es ist doch ganz einfach. Ich stelle euch aus, so können meine königlichen Untertanen meine Schätze bewundern. Königliche Untertanen? Frag nicht. Also, schön stillhalten, kleine Eidechse. Oh nein, ich bleib auf keinen Fall hier. Werden wir ja sehen. Lauf, Gecko, lauf! Den Tier-Metamorpho-Störer! Damit kann ich jeden in ein Tier meiner Wahl verwandeln. Okay, aber wieso? Wisst ihr, ich wollte schon immer ein Zoo. Und der Roboter ein Haustier. Also dachte ich, wieso verwandle ich nicht alle in der Stadt in Tiere? Hm? Oh, richtig. Ja, und dann übernehme ich die Weltherrschaft. Tja, das wird nicht passieren. Oh, wirklich? Ich mag Catboy, die Katze, Meister. Darf ich ihn behalten? Darf ich bitte? Ach, wieso nicht? Aber dann musst du dich sehr gut um ihn kümmern. Das heißt, füttern, Dreck wegmachen. Das werde ich, Meister. Versprochen. Romeo, verwandle mich zurück. Jetzt, wo ich dich dem Roboter versprochen habe? Nein. Und es dauert nicht mehr lange. Dann bekommt mein Zoo auch noch eine Eidechse und eine Eule. Gecko. Ich hole Catboy zurück. Wow! Was tust du da? Willst du für immer eine Eidechse in Romeos Zoo werden? Wir brauchen einen Plan. Oh, Freundschaft, ja. Wir laufen, Roboter. Superkräfte oder nicht, ich bin trotzdem schnell genug, um zu entkommen. Bis dann! Oh je! Wir springen, Leute! Wir springen! Bis zum Mond? Sie sagten, der Mond würde sie verwandeln. Vielleicht glauben sie, wenn sie näher an ihn herankommen, dass... Wow! Mehr Kräfte, dichteres Fell. Meine Reißzähne werden länger, mein Verstand wird... Hoffentlich mal ein paar Ideen haben. Ja, schlauer. Verwandeln wir uns in echte Wölfe. Echte Wölfe? Die sind schon böse genug. Und wenn sie noch mehr Kräfte bekommen... Ich glaube nicht, dass Werwolfen so funktioniert. Wie willst du das wissen? Du bist eine Eule. Auch wenn es nicht funktioniert, werden sie dabei meinen Katzenflitzer schrotten. Es geht hier nicht nur um deinen Flitzer. Es geht immerhin um unsere Stadt. Bei meinen Katzenschnurrhaaren. Ich weiß, wie wir meinen Flitzer zurückbekommen. Treffen wir uns im Hauptquartier. DJ Robo, zeig mir, wo die Wölfis sind. Gecko, du musst das Seil werfen. Okay. Eins, zwei, drei, jetzt! Super Gecko-Muskeln! Dreh das Hauptquartier, PJ Robo! Flatternde Federn! Ich glaube, es hat funktioniert! Hey, ihr habt unser Auto geklaut.
Das ist mein Auto. Ach ja, und warum sind wir dann darin zum Mond gesprungen? Hey, ich sehe nichts mehr. Glaubst du immer noch, er gehört zu den Guten? Ich weiß, dass es so ist. Wo ist er hin? Super Tunnelmanöver-Überraschung! Gürteltil, merkst du das nicht? Romeo will, dass du gegen uns kämpfst. Er ist einer von den Schurken. Also ich muss sagen, zu mir ist er bisher sehr nett gewesen. Quatsch nicht so viel, Muskelpaket. Vernichte lieber die PJ Masks und dann übernehmen wir die Stadt. Augenblick. Du meinst doch bestimmt, dann beschützen wir die Stadt. Kommt aufs Gleiche raus. Tu einfach, was ich sage. Ich bin hier das Genie. Romeo wird immer ein Schurke bleiben. Er will dich nur als ein starkes Helferlein. Aber du bist doch mein Helferlein. Ich? Ein Helferlein? Niemals! Dafür habe ich mich doch mit dir verbündet. Ich meine, Helferlein sind Partner. Du hast mich reingelegt. Du bist wirklich ein Schurke, Romeo. Ich bin von niemand dein Helferlein. Ich bin Gürteltil. Und damit du es weißt, ich bin ein echter Held. Es ist vorbei, Romeo. Hey, was hast du vor? Du bekommst jetzt eine Super-Helferlein-Revanche. Roboter, hilfst du mir mal? Lassen Sie mich mal kurz nachdenken. Roboter! Festhalten, Leute! Katapult! Das war nicht übel, hä? Super Katzensprung! Oh Mann, dass ich das nicht mehr kann, habe ich ganz vergessen. Nette Sturzeinlage, Catboy. Der war gut, Meister. Bleib stehen, Romeo. Gib auf. Sonst was? Willst du mich etwa mit deinem Superschneckengekrabbel verfolgen? Superschneckengekrabbel. Noch ein guter Spruch, Meister. Du bist kein Super-Irgendwas, Romeo. Und dein Schurkenkostüm sieht lächerlich aus. Oh, das tut weh. Du hast recht. Ich wollte gut aussehen und die Welt stilvoll übernehmen. Und deine Kräfte würden an mir viel besser aussehen. Du bist die nächste, Vögelchen. Eulette, pass auf. Hey, seht euch das an. Kräfte zu haben, hat sich doch noch ausgezahlt. Ja, Romeos Strahl hat nichts bewirkt. Ich schätze, weil es bei dir nichts mehr zu holen gibt. Noch besser ist, du hast mich ohne Superkräfte gerettet. Ziemlich heldenhaft, wenn du mich fragst. Genau so ist es. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Ob mit oder ohne Kräfte. Geh mir aus dem Weg, Kätzchen! Dein Staubsauger des Verderbens ist Geschichte, Romeo. Roboter! Hilf mir! Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Was machst du? Ich werde euch zeigen, dass ich es drauf habe, indem ich euch einfach alle besiege. Was du da sagst, würde normalerweise nur ein Schurke sagen. Langsam, Gecko. Er ist nur ein großes Kind. Er weiß nicht, was er tut. Noch nicht. Wir müssen ihn sofort aufhalten. Ich lass mich von ihm jagen. Und Gecko, kannst du ihn dazu bringen, nicht mehr zu rollen? Eulette, du fängst ihn mit deinen Eulenfedern. Vielleicht können wir ihn ja wieder zur Vernunft bringen. Hey, Gürteltil! Fang mich, wenn du kannst! Ich krieg dich, verlass dich drauf! Komm schon, lahme Schnecke!
wolltest uns zeigen, was du drauf hast. Wirst schon sehen. Da wäre ich mir an deiner Stelle nicht so sicher. Super Gecko muss gehen. Jetzt übernehme ich Eulenfedern. Wir haben ihn. Gut gemacht, Leute. Wow, er ist super stark, hat einen Schutzpanzer und er kann Tunnel graben. Von wegen, ich wäre nicht gut genug. Bald werde ich der einzige Held in der Stadt sein. Hier muss Gerechtigkeit her. Und zwar in Gürteltier-Manier. Donnerschlag! Schaut mal, was ich in eurem Gleiter gefunden habe. Wollt ihr nicht lieber gestehen, PJs? Wie sind die da hingekommen? Jemand will uns was anhängen. Aha. Es ist wahr. Du musst uns glauben. Entschuldigt, Diebe. Aber als einziger Held in der Stadt muss ich hier für Gerechtigkeit sorgen. In Gürteltier-Manier. Tust. Ups, das habe ich nicht gewollt. Aber ich höre nicht auf, bevor die Gerechtigkeit gesiegt hat. Ich locke ihn weg. Ihr versucht rauszufinden, wer uns reinlegen will. Super Katzentempo! Gürteltil, ich bin hier. Super Katzensprung! PJ Robo, zeig uns die Überwachungsbilder vom Comicladen. Und zwar bevor wir dort waren. Gute Idee. Wenn wir Gürteltil zeigen können, dass jemand anderes eingebrochen ist, können wir beweisen, dass wir unschuldig sind. Nacht-Ninja, das müssen wir Gürteltil zeigen. Ihr könnt davonlaufen, aber ihr könnt euch nicht verstecken, PJ-Diebe. Na, immerhin ist es nicht schwer, ihn zu finden. Ihr seid bereit, euch zu stellen, ha? Huh? Wir stellen uns nicht für ein Verbrechen, das wir nicht begangen haben. Sieh dir das an. Schaut mal da. Oh, können wir ihn behalten? Ich wollte schon immer ein Wölfibot als Haustier. Ja, er könnte nützlich sein. Zeig uns alles, kleiner Wölfibot. Hey, hör auf damit, das kitzelt. Uns wirst du nicht los. Also wenn du nicht nett bist und tust, was wir sagen, kannst du was erleben. Richtig, Heuler? Also ich zieh mir jetzt erstmal dieses riesige Videospiel rein. Oh, cool. Ich will auch spielen. Hey, das ist kein Videospiel. Das ist sicher die Steuerung von unserem neuen Wölfibau. Ich werde jeden Knopf drücken, bis ich weiß, wie man die Tür schließt. Auch wenn der ganze Laden dabei Kavumm macht. Ha, reingelegt. Jetzt kommen deine PJ-Kumpel nicht mehr rein. Was? Hey, Wölfibot, ich nehme einen Obstshake. Mach meinen mit Wölfibären. Für mich Erdbeere. Hast du vielleicht auch Kiwi-Ananas? Wir sind ausgesperrt. Ich schleiche mich durch eine Luke rein und mache euch auf. Super Eidechsengriff. Wow, echt Werwolf-stark. Klasse, Wölfibot. Echt lecker. Oh, Partymusik. Super. Ja. Ja, guckt mal, Leute. Da läuft sogar ein Superheldenfilm. Hä? Das sind die Pyjama-Kids. Die wollen hier einbrechen. Haltet sie auf. Es muss jedoch irgend sowas geben wie ein Kraftfeld.